Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Halo 3 ODST. Ja, mal gucken. Ja gut, könnte natürlich auch sein, dass ich das nachher zusammenschneide. Das sieht nämlich jetzt ja auch schon so ein bisschen nach letzten Level aus. Ist hier noch irgendwas Tolles drin? Warte mal kurz. Ah, nur Leben, okay. Alles klar, gut verteidigt, weiter geht's. So, sind die einfach schon losgefahren. Dreist. Ja, die scheinen aber auch was platt gekriegt zu haben. Das ist aus, die sind einfach nur dagegen gefahren. Aber gut, dann baller du das mal weg. Ich glaube, wir bleiben bei ein bisschen Bewegung. Dass du das ganze Viehzeug mal ausschalten kannst. Juhu! Nein, schade, das ist leider kaputt. Ich hätte gern einen Panzer. Jetzt wird das alles etwas schneller gehen. Ah ja, genau. So, das ist aber auch wieder eins mit MG, ne? Ja, ich glaube, dann macht es keinen Unterschied, ob wir wechseln. Scheinbar gibt es dann auch nichts anderes. Sehr schön, hinter uns. Der ist noch fit. Oder wir fahren halt einfach platt, die Dinger. So, guck mal. Hey, Augenblick! Da ist ein Gauss Warthog. Den nehmen wir. Was bleibt dabei, Soldat? Sie fahren, ich schieße. In Ordnung. Ja, dann wechsel mal. War ja deine Idee. Okay, werden es wahrscheinlich auch nutzen. Ja, ich glaube, das ist dann doch deutlich, deutlich besser. Guck mal, über uns ist noch was. Was du vielleicht noch wegschießen könntest. So, okay, fein. Ja, so geht das deutlich schneller. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt immer alles an Fahrzeuge hingepackt. Nachher noch ein Panzer. Als Abschlusstour. Ich sehe ihn. Er muss aus einem der Kreuzer kommen. Macht einfach weiter. Er hat uns nicht entdeckt. Noch nicht. Jetzt
Ah, der ist schon platt. Okay, gut. Wie seid ihr nur unversehrt über diesen Highway gekommen? Gestern war hier nicht so viel los. Natürlich, sehr schön. Der kommt uns sehr gelegen. Ja, okay, alles nochmal durch. Dachte ich mir ja schon fast. Schade, ich dachte, wir kriegen ihn platt. Ja, doch angreifen. Ja, warten, bis wir näher ran sind. Und dann geht das besser. Netterweise fliegen ja der auch relativ gerade dann auf uns zu. Läuft, läuft, läuft. Na, warte, ich gehe, glaube ich, wirklich mal kurz raus zum Heilen, oder? Wieder fit? Okay, gut. War nur eine Idee. Ja, ich schätze, das würde ich dann dabei und nicht mal mit dem runterkriegen hier. Der ist leider kaputt. Reißt. So, einmal kurz verschnaufen. Tja, wer weiß. So, ach ja. Ja, das macht schön. Hier gemütlich durchfahren, alles one-shotten, was sich einem in den Weg stellt. Oh, ich sehe, das Ding ist nicht mehr so fit. Ich muss dann doch gleich wieder wechseln. Die Frage ist halt, wie lang es noch geht. Gehst du gerade auf? Danke. Und Scarab. Verdammt, sie wollen die Stadt niederbrennen und den Planeten verglasen. Allianzschwein. Wie damals auf Reach. Wir sind zu weit gekommen und schaffen den Rest auf. Keine Sorge, Buck. Klar. Ja, okay. Vicky, hören Sie mich? Kleine Planänderung. Sie kommt zu uns. Am Himmel ist Frieden und Scanny. Es gibt keinen anderen Weg. Die Allianz hat den Highway zerlegt. Wir müssen uns beeilen. Steigen Sie auf und fliegen Sie den Phantom zu meinem Signal. Verstanden.
Und okay. Bleiben Sie ja aus der Schusslinie des Trägers. So, ja, so ein neuer Panzer wäre vielleicht noch ganz praktisch. Jeder auf dumme Gedanken kommt. Wirklich riesig, das Ding. Er hat's auf uns abgesehen. Es geht so schnell. Fuck, ich kann nicht. Okay, der kommt wirklich. Nicht gut. Dem Objekt geht's gut. Scheiß auf das Alien. Was ist mit dir? Geht's gut. Aber der Müllwagen ist hier. Ja, das war die Frage. Nördlich des Highways ist ein Gebäude. Da verschanzen wir uns und warten auf Abholung. Okay, dann lass uns mal fahren. Ich meine, der fährt noch. Fahren Sie die Rampe da vorn runter. Okay. Ja. Wir müssen von der Straße runter, Soldat. Fahren Sie die Rampe runter. Das ist mit dem Panzer nicht so einfach. Raus aus dem Fahrzeug, Soldat. Los! Ja, schade. Na gut, es war schön, solange es währte. Warte hier, Veronica. Anfänger, wir sichern das Gebäude. Hm, hier werden auch neue Müllwagen für Notfälle. Ah, okay, gut. Dann müssen wir hier noch mal ein bisschen aushalten. Gebiet gesichert. Komm zu uns. Veronica, wir decken euch. Mickey, wie sieht's aus? Ich flieg den Umweg, Gunny. Die ganze Stadt brennt. Ich habe hier ein wichtiges Objekt und Allianzeinheiten, die seinen Tod wollen. Also geben Sie Gas! Ja, Ma'am! Okay, scheint aber noch nichts zu kommen hier. So, sollen wir jetzt hier verschanzen oder in dem Gebäude? Ah, das Ding ist doch rausgehauen. Okay. Ah, ist leer? Gut, kurz für eure Waffe. Ich weiß, für den auf hätte ich sich hier ein bisschen mehr Waffen mir gewünscht, aber gut. Oh ja, das ist eine gute Idee mit der Granate. Dankeschön. Ah, du lebst noch.
Gut. Das zahlt es aus. Da ist es ja. Stinkhaufen. Reißt. Geht doch. So. Sehr freundlich. Gut, ist das unsere? Oder die nächste Tour? Weitere Phantoms, aufpassen! Du warst gut. Bis bald, Kumpel. Das ist definitiv Gewehrfeuer. Angriff! Komm bitte! Ah, das Coole ist, Waffe schnappen. Na komm, drauf gehen bitte. Dankeschön. Okay, warte mal, da oben muss ich ja sich mal weghauen. Nummer 2. Autsch. War hier noch irgendwo Leben? Jep. War es. Alles nur Karabiner. Raketenwerfer wäre halt auch noch eine Idee. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Die nächste Runde. Wo war der Raketenwerfer? Ja. Auf dem Highway. Das ist nicht gut. So, einen Schuss haben wir noch. Den kriegst du ab. Tschüss. Eine Granate noch. Kurz zurückziehen. Dann auf ein neues. Ah, das ist auch die. Gut, da kann ich nicht so wirklich viel gegen. Hm? Schön.
Hi. Na, schade. Schön. Und okay, ihr seid da. Ui. Die Kavallerie. Sehr gut. Okay, cool, cool. Dann einmal noch auffüllen, bitte. Wow. Los, Anfänger, zum Phantom. Hm. Ah, wir sollen da oben rumlaufen. Alles klar. Sie noch, Soldat? Phantom, jetzt. Bin unterwegs. Oh, wie sich freut. Solange es nicht getroffen wird. Los! Na schon, verdammt! Los! Ah, Mist. Was soll ich sagen? Was für eine Nacht. Ganz vorsichtig. Dafür gingen wir durch die Hölle? Verpassen Sie ihm eine Dröhnung, ja? Der ist wichtig. Er weiß Dinge. Mann. Gunny. Ich meinte nicht das Alien. Mickey, ich schicke einen besonderen Co-Piloten mit. Ach, komm schon. Ich will keins der Dinger hier drin haben. Er beißt nicht. Und im Gegensatz zu dir weiß es, wie man sich die Kreuzer vom Hals hält. Die haben sowieso zu viel um die Ohren. Anscheinend haben sie gefunden, was sie gesucht haben. Was ist mit dir? Mit uns? Gewinn diesen Krieg und dann frag mich nochmal. Lord Hood hat die Freigabe erteilt, aber es war meine Operation und es ist mein Verhör. Wir haben nur einen. Das wird schwierig. Keine Sorge. Ich weiß, was die Aliens mögen. Hat er Zugriff auf das Allianznetz? Ja, aber nur eingeschränkt. Wir wissen nicht genau, wie er die Verbindung hält. Hey, ganz ruhig, ganz ruhig! Sergeant Major, bitte! Es ist leicht entzündlich.
Die Brutes. Die Schweine, die deine Kumpel bombardiert und Millionen meiner Leute getötet haben. Die graben ein Riesenloch. Du wirst mir jetzt genau sagen, was sie suchen. Und du wirst mir helfen, sie aufzuhalten. So, sehr praktisch. Okay, dann haben wir auch ja, den Teil abgeschlossen. Hat es ja doch gelohnt, da nochmal zwei Folgen draus zu machen. Ja, war nett. Also war, wie gesagt, war jetzt, da es ja ein mehr oder weniger Spin-off war, nicht ganz so hoch, nicht ganz so episch die ganzen Sachen. Aber cool, einfach dieser Truppe mal zu folgen, wie sie versucht, in der Stadt zurechtzukommen und das irgendwie zu überleben. Auch so ein bisschen, ja, ein bisschen kleinere Skala schadet da auch nicht, würde ich sagen. Von daher hat mir von der Story eigentlich ganz gut gefallen. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Morgen geht es ja mit dem vierten Teil weiter. Alles hier Schlag auf Schlag. Ja, und wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Wenn ihr die anderen Teile noch nicht gesehen habt, könnt ihr es natürlich auch gerne nachholen. Und bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Peacemaker.